Gut, dann herzlich willkommen zu unserem Vortrag heute Abend und ein spezielles Willkommen nach München zu Peter Adamson, Professor an der LMU München. Leider jetzt nur virtuell bei uns, aber deswegen nicht weniger präsent. Man gewöhnt sich ja an vieles in diesen merkwürdigen Zeiten. Meine Aufgabe ist es jetzt heute Abend, ihn kurz vorzustellen, was an sich überflüssig ist. Ich glaube, es gibt relativ wenige akademische Lehrer, Forscher, die so bekannt sind wie er und die so einen breiten Zirkel von Resonanz haben, schriftlich, mündlich, visuell, Podcast und so weiter. Trotzdem will ich ein paar Stationen in seinem Curriculum hervorheben und ein bisschen skizzieren, um den Weg zu zeigen, der bis hin zu heute Abend und unserem Vortrag führt. Man kann, glaube ich, Peter Adamsons Weg in drei Schritte einteilen, die auch sehr schön geografisch getrennt sind. Der erste, USA. Von dort stammt er, aus Boston, aber seine Ausbildung, sein Studium war in den USA. Zuerst Williams College, dann Notre Dame University, der MA und auch der PhD. Die Schwerpunkte Philosophie, griechische Philosophie, speziell spätantike Philosophie, mit einem Blick hinaus schon in das Arabische. Das Thema seiner Doktorarbeit damals, der arabische Plotin gewissermaßen, also die berühmte Theologie des Aristoteles und wie Plotin dort verstanden, gedeutet, interpretiert wird. Das Ganze auch schon unter Betreuung von Christina D'Ancona, also einer geschätzten Kollegin aus Italien, die eigentlich ganz ähnlich wie er von der griechischen Philosophie herkommt und auf das Arabische dann eingegangen ist. Zweite Station oder zweite Phase, UK, London, King's College. Dort war er ab 2000 erst Lecturer, dann Reader und schließlich Professor. Die Themen antike Philosophie, spätantike Philosophie sind geblieben. Der Weg ins Arabische ist fortgesetzt worden, etwa mit einer Monographie über Al-Kindi. Was aber vor allen Dingen in dieser Zeit gemacht hat in London, ist ein Erobern, wenn Sie so wollen, der klassischen oder sogenannten klassischen islamischen Philosophie, also der bekannten Autoren, die wir immer mit der Zeit bis Averroes verbinden. Da gibt es dann wunderbare Sammelbände über die Zeit von Al-Farabi, in the Age of Al-Farabi, über Avicenna, Interpreting Avicenna, über Averroes, in the Age of Averroes und anderes mehr, wo auch Linien gezogen werden zwischen Philosophie und Medizin, später zwischen Philosophie und anderen Wissenschaften. Also ein Hinauswachsen aus der griechischen Tradition in diese arabisch-islamischen Umfelder in den markanten, bekannten Texten und Autoren der Zeit bis 1200. Das Ganze stand im Vordergrund bis 2013 und dem Wechsel von London nach München. München LMU ist ein Ruf gewesen mit dem Zweck, dass er spätantike und arabische Philosophie dort unterrichtet. Das tut er auch. Mit großem Erfolg und mit großer Resonanz bei den Studierenden. Er hat schon zweimal den Lehrpreis an der LMU bekommen für besonders schöne, strukturierte Lehre. Er hat aber nicht einfach das, was er gemacht hat, fortgesetzt, sondern er hat zwei weitere Schritte gemacht in München. Der eine ist über die Zeit bis 1200 hinaus in der islamischen Welt. Das heißt, das, was man normalerweise bei uns jetzt Post-Classical Studies nennt, Philosophie nach Avicenna, wobei die Philosophie nach Avicenna dann der Weg ist, der beginnt im 12. Jahrhundert, der sich fortsetzt im 13. und bis zum 18., wenn nicht bis heute eigentlich dauert. Besonders wichtig die ersten Jahrhunderte, also etwa von 1100 bis 1300, 1350, genau das ist Thema eines großen Projektes von Peter Adamson, wo er uns erschließen will, Quellen aus dieser Zeit,
das heißt die Hauptautoren, und die gesammelt nach Themen vorstellen will in Übersetzungen, so wie es Sorabschi einmal für die Spätantike gemacht hat. Wenn man Sorabschis Bände kennt für die Philosophen der Spätantike, die Übersichten thematisch nach Metaphysik, Physik, Logik und so weiter, dann kennt man das Modell für das, was ab vielleicht schon in diesem Jahr erscheinen wird, aus der Feder von Peter Adamson und seinen Mitarbeitern für diese wichtige arabisch-islamische Zeit etwa 1100 bis 1350. Damit nicht genug. Es gibt von Peter seit einiger Zeit einen Podcast, der weit darüber hinausgeht. Mit dem schönen Titel Philosophy oder History of Philosophy Without Any Gaps. Das ist ernst gemeint. Es geht also nicht nur um Griechisches, Arabisches, es geht um Philosophie, Weltphilosophie, wenn man so will. Es geht um Afrika, Indien und weitere Traditionen. Das alles macht er nicht unbedingt selbst, vor allen Dingen nicht alleine, sondern in Kombination mit anderen. Etwa zu Indien mit Ganeri, früher auch in London tätig, jetzt in New York. Zu Afrika vieles von Peter selbst und von anderen Autoren auch. Also der Versuch, hinauszugehen und zu sagen, es gibt Philosophie überall auf diesen Kontinenten. Die Geschichte der Philosophie hat keine Lücken und ich erzähle sie. Das Wort erzählen ist ernst gemeint. Schauen Sie sich so einen Podcast einmal an. Auf YouTube kann man ihn finden. Peter erzählt, Peter spricht über diese Texte und über diese Probleme. Es ist auch die Art der Darstellung, die Zugänglichkeit der Darstellung, die den Erfolg ausmacht. Wenn man etwa in den USA Studierende fragt, was lest ihr zur arabischen Philosophie, dann bekommt man als Antwort, wir lesen gar nichts, wir hören Peter Adamson. Das ist ein Zitat aus Berkeley, Peter. Auf diese Art und Weise gibt es also eine Resonanz, die sehr groß ist. Ich meine sogar, er wäre in einer Liste der bedeutendsten Influencer aufgetaucht vor einiger Zeit, im Sinne von Wirkung, von Kenntnissen, immer sehr genau überlegte Kenntnisse, und Verbreitung von Problembewusstsein in all diese Richtungen. Mitten in dem stand einmal dieser Übersetzungsprozess, griechisch-arabische Übersetzung. Er ist wie ein Link in seinen Darstellungen. Er ist das, was vorausgesetzt hat, was später dann entwickelt werden konnte, wenn auch mit großen, innovativen eigenen Leistungen. Wir sind deswegen sehr gespannt, was Peter uns sagt zu diesem Prozess, zu den griechisch-arabischen Übersetzungen und seiner Bedeutung und freuen uns auf seinen Vortrag. Vielen Dank. Okay, vielen Dank. Also vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Sie können mich hören, oder? Ja. Und vielen Dank an euch für diese sehr wunderbare Einführung. Ich freue mich, dass das aufgenommen würde und muss auch sagen, dass meine Karriere gerade viel besser durchdacht vorgekommen, als ich das wirklich erlebt habe. Also ich habe immer nur das Nächste gemacht, aber im Nachhinein vielleicht scheint es so gut strukturiert gewesen zu sein. Okay, also wie euch gerade gesagt hat, werde ich heute mich auf Themen konzentrieren, die sozusagen in der Mitte meines Werdegangs im Mittelpunkt standen, nämlich nicht diese nachklassische Philosophen, die mich heutzutage eher beschäftigen, sondern eben dieser Übergang zwischen altgriechischer und arabischer Philosophie. Und ich habe ein PowerPoint, das ich mit Ihnen teilen möchte. Das schaut gut aus, oder? Ja. Hoffentlich. Okay. Ich mache sie nur ein bisschen größer. Also Sie können das PowerPoint sehen, oder? Ein Zeichen? Ja, gut. Okay. So, also mein Thema ist altgriechische Philosophie in arabische Übersetzung. Und bevor ich richtig anfange, wollte ich sagen, was die Hauptthemen des Vortrags sein werden, nämlich vier. Erstens eine allgemeine Betrachtung von Übersetzungen und Philosophie, also welche Bedeutung Übersetzungen von einer Sprache in eine andere Sprache hat.
Zweitens werde ich zwei sogenannten Übersetzungskreisen beschreiben und sagen, was die Schwerpunkte dieser zwei Kreisen waren, was sie erreicht haben, was ihre Übersetzungen kennzeichnet. Das ist eher sozusagen der historische Teil des Vortrags. Dann kommen wir zu etwas, was vielleicht ein bisschen philosophischer ist, nämlich wie Plotin und Proclus, zwei bedeutende Neoplatoniker, in der arabischen Sprache dann sozusagen aufgetaucht sind, und zwar im 9. Jahrhundert in diesem Kindi-Kreis. Und dann komme ich am Ende zu Al-Kindi selbst, der Leiter, Spiritus Rector dieses ersten Übersetzungskreises. Also wie gesagt, zuerst nur kurz, wollte was über Übersetzungen im Allgemeinen sagen, warum das für die Geschichte der Philosophie so wichtig ist. Ich denke, dass Übersetzungen ein Phänomen sind, was wir vielleicht unterschätzen, weil wir heutzutage in einer Welt leben, wo Übersetzung relativ leicht gelingt. Denken wir an zum Beispiel Google Translate, was mehr oder weniger gut funktioniert. Denken wir an die Tatsache, dass fast alle Filme oder wertvolle Filme, die in den letzten 60, 70 Jahren in Amerika gedreht wurden, auch auf Deutsch zu schauen sind. Das gilt natürlich nicht für alle Sprachen, aber Übersetzung ist für uns alltäglich, ist sozusagen leicht zugänglich. Das war aber in der vormodernen Zeit überhaupt nicht der Fall. Und im Allgemeinen kann man wirklich davon ausgehen, dass wenn es keine Übersetzungen zwischen oder über kulturelle Grenzen stattgefunden haben, das heißt normalerweise, dass philosophische Ideen nicht überliefert werden, beziehungsweise nicht im Detail und sehr ausführlich überliefert werden oder würden. Natürlich kann man an mündliche Überlieferung hier denken, aber die Fälle, wo wir wirklich eine philosophische Tradition haben, die in einem anderen Kultur wirklich groß aufgenommen wird und sehr einflussreich wird, das hat immer mit einer Übersetzungsbewegung zu tun. Das heißt, ein Versuch, viele Texte aus einer anderen Sprache in eine neue Sprache zu übersetzen, normalerweise mit Unterstützung der Elite, weil sowas relativ kompliziert und schwierig ist. Das soll man nicht vergessen. Wir reden hier über Zeiten, wo alle Texte mit der Hand geschrieben werden müssten. Das heißt, jedes Buch ist ein handgemachtes Objekt, sehr teuer. Wir reden über eine Zeit, wo wissenschaftliche Literatur sehr, sehr schwierig zu verstehen war, und auch über eine Zeit, wo die meisten Menschen natürlich gar nicht lesen konnten. Also diese Übersetzungen waren wirklich ein elites Phänomen, was normalerweise nicht stattgefunden hat. Zum Beispiel, sehr oft diskutiert, ist die Frage, ob altgriechische, philosophische oder wissenschaftliche Kultur Altindien beeinflusst hat oder umgekehrt. Antwort, vielleicht, aber wenn dann, nicht sehr viel. Also wir finden schon Indizien zum Beispiel für indische Ideen über Astronomie und Astrologie, die dann ihren Weg in die griechische Tradition finden. Aber vorwiegend ist es wirklich eine Tatsache, dass indische literarische Einfluss auf altgriechische Wissenschaft und umgekehrt nicht stattgefunden hat. Warum? Weil es keine Übersetzungsbewegungen gab. Also es gibt keine Übersetzungsbewegung von Sanskrit oder Pali oder wie auch immer ins Altgriechische oder ins Lateinische oder umgekehrt. Und deswegen können wir von zwei oder sogar drei mit China, mehr oder weniger unabhängige klassische philosophische Traditionen erst nach der Spätantike, zum Beispiel mit dem Gang von Hinduismus und vor allem Buddhismus über die Berge in Tibet und dann in China, haben wir dann
Übersetzungen, die Indien und China zusammenbringen. In der islamischen Welt findet dieses ein ähnliches Phänomen in ungefähr im 11. Jahrhundert statt, wo indische Ideen auf Arabisch zum ersten Mal beschrieben werden. Sehr anders ist es in dem Fall von den griechisch-lateinischen Übersetzungen, arabisch-lateinischen Übersetzungen, zum Beispiel, also griechisch-latein, da denkt man zum Beispiel an Boethius, ein spätantiker Platonist und Aristoteliker, der die aristotelische Logik ins Lateinische übersetzt hat, mit sehr großer Wirkung auf frühmittelalterliche Philosophie. Noch größer ist die Wirkung von der arabisch-lateinischen Übersetzungen. Das bedingt und zum Teil verursacht sogar die Entstehung von Hochscholastizismus im 13. Jahrhundert. Also wenn man zum Beispiel an eine Gestalt wie Thomas von Aquin oder Don Scotus denkt, diese Philosophen sind undenkbar, wenn es keine arabisch-lateinische Übersetzungen gibt. Oder, weniger bekannt vielleicht, aber auch sehr bedeutend, die Übersetzungen aus dem Lateinischen, also aus scholastischen Philosophie und lateinischer Literatur, in die Volkssprachen. Zum Beispiel etwas später als Thomas von Aquin haben wir Dante Alighieri für seine Divina Commedia bekannt. Er hat aber auch über Philosophie auf Italienisch geschrieben. Nicht übersetzt, aber wir haben auch in dieser Zeit die erste Versuche, lateinische Philosophie ins Französische, Italienische und so weiter zu übersetzen. Und das ist ein Teil der sogenannten Renaissance. Also da könnte man darüber sehr viel mehr sagen. Aber in diesen drei Fällen sehen wir, dass philosophische Kulturen wirklich nicht nur beeinflusst wurden, sondern wirklich konstitutiv verursacht wurden, dadurch, dass Texte aus einer Sprache in eine andere Sprache übersetzt worden sind. Und das gilt auch für die griechische als arabische Übersetzungen. Oft spricht man hier von einer Übersetzungsbewegung, wie ich schon gemacht habe. Und das zu Recht, denn es gab nicht nur sozusagen zwei oder drei Texte, also ein Werk von Aristoteles, ein Werk von Platon oder so, die ins Arabische übersetzt worden sind, sondern gab es Dutzende von Texten, vielleicht sogar Hunderte von Texten, die einen philosophischen und wissenschaftlichen Charakter hatten und die aus dem Griechischen ins Arabische übersetzt worden sind. Übrigens, das hat manchmal über eine dritte Sprache als Mittelweg stattgefunden, nämlich Syrisch. Also Syrisch ist eine andere semitische Sprache, die natürlich in Syrien benutzt wurde und wurde oft in der Spätantike von Mönche und christliche Geistige benutzt. Also wir sehen manchmal, dass die Übersetzungen zuerst aus dem Griechischen ins Syrische stattfinden und dann vielleicht sogar aus dem Syrischen ins Arabische. Oft sind die syrische Fassungen, diese Mittelübersetzungen, sind verschollen, aber man kann manchmal feststellen, dass eine arabische Fassung anhand einer syrischen Fassung gemacht worden ist und nicht direkt auf einer griechischen Fassung. Aber wir haben auch viele Texte, die direkt aus dem Griechischen übersetzt worden sind. Da werden nicht nur sehr viele Texte übersetzt, sondern wird das sehr unterstützt, und zwar von den höchsten Rängen der islamischen Gesellschaft, vor allem während des abbasidischen Kalifats unterstützt der abbasidische Hof und viele reiche aristokratische Männer, vor allem in Bagdad, also in Irak, dieses Projekt, wo wissenschaftliche Texte ins Arabisch übersetzt werden sollten. Und die Bandbreite von Übersetzungen ist sehr groß. Also wir haben Übersetzungen über Geografie, Astronomie, Astrologie, Architektur und natürlich all die philosophischen Themen, Metaphysik, Psychologie, Mathematik und so weiter und so fort. Also ist wirklich fast alles, was in den griechischen Wissenschaften zur Verfügung stand,
würde ins Arabische übersetzt. Also es ist ein riesiges Unternehmen, was über 2 Jahrhunderte gedauert hat, also etwa vom letzten Drittel des 8. Jahrhunderts bis Mitte des 10. Jahrhunderts. Und man kann sogar sagen, dass bis Mitte des 10. Jahrhunderts, in der Zeit von jemandem wie zum Beispiel Al-Farabi, die waren in der Lage, zum Beispiel alle Texte von Aristoteles zu lesen, die wir lesen können, fast alle. Also es ist beachtlich und sogar erstaunlich, was sie da erreicht haben. Eine interessante Frage, die wir vielleicht auch später nach dem Vortrag diskutieren können, wenn Sie wollen, ist, wieso diese muslimische Elite so scharf drauf war, diese Texte auf Arabisch zu haben. Wie ich schon gesagt habe, war das sehr teuer, sehr aufwendig zu machen. Dazu gibt es mehrere Theorien und Vorschläge. Und diese ganze Debatte wollte ich nicht so eingehen, aber nur um ein paar Ideen zu erwähnen. Also ein Aspekt war natürlich, dass diese Texte als nützlich betrachtet worden sind. Zum Beispiel astrologische Texte. Sie haben auch astrologische Texte aus Indien übersetzt. Wenn man glaubt, dass man durch Astrologie wirklich die Zukunft wissen kann, ist das offensichtlich sehr nützlich. Oder Medizin, Mathematik, diese Themen sind offenbar sehr brauchbar und sehr nützlich. Und Philosophie war einfach mit diesen nützlichen Wissenschaften assoziiert. Das gehörte alles zusammen. Also es war die griechische Wissenschaft sozusagen. Und obwohl man vielleicht meinen könnte, dass Metaphysik oder Theorien der Seele nicht so nützlich sind, würden sie sozusagen mit übersetzt. Das ist eine Idee. Eine andere Idee, die vielleicht interessanter ist, ist, dass das eine Art Wettbewerb war zwischen der muslimischen Gesellschaft und der byzantinischen Gesellschaft. Das soll man nicht vergessen. Genau in dieser Zeit gibt es immer noch, was damals als Rom genannt worden ist, also byzantinische Rom oder die griechische Christen, die immer noch diese Texte auf Griechisch hatten, natürlich. Deswegen haben wir diese Texte immer noch, weil diese altgriechischen Texte in der byzantinischen Kultur aufbewahrt worden sind. Und das heißt, dass die muslimische Elite vielleicht gedacht hat, wir wollen sagen, dass wir mit diesen wissenschaftlichen Ideen genauso gut umgehen können wie die Christen, unsere Feinde. Oder vielleicht sogar, dass wir mit denen besser umgehen können. Also wir verstehen griechische Philosophie, zum Beispiel Aristoteles, besser als die Griechen es können, weil die Griechen zerfallen sind, weil sie diese christliche Aberglaube vertreten. Also das sind zum Beispiel Gründe, warum diese Übersetzungsbewegung stattgefunden hat. Okay, jetzt gehen wir mehr in Detail und überlegen wir, was übersetzt worden ist und warum und wie. Hier werde ich ein bisschen vereinfachen, weil ich nur über 2 Gruppen von Übersetzern sprechen werde. Man soll nicht den Eindruck davon gewinnen, dass alle Übersetzungen im Rahmen dieser 2 Kreisen gemacht worden sind. Vielmehr gab es eine ganze breite Ansammlung von Übersetzern, die verschiedenste Texte übersetzt haben. Diese 2 Kreise wollte ich aber hervorheben. Erstens, weil das wahrscheinlich die 2 wichtigsten Gruppen von Übersetzern sind überhaupt. Und zweitens, weil man sie gut miteinander vergleichen kann. Also die zeigen zum gewissen Teil andere Eigenschaften und haben andere dann Schwerpunkte. Und die sind auch die 2 Kreise, die mit Abstand die wichtigsten Übersetzungen für die Geschichte der Philosophie geschafft haben. Und diese 2 Kreise heißen der Kindi-Kreis und der Hunain-Kreis. Also Kindi-Kreis nach Al-Kindi, dieser Philosoph, wozu ich ein Buch geschrieben habe, wie Ulrich gesagt hat. Und der Hunain-Kreis nach Hunain ibn Ishaq. Die waren zeitgleich, diese 2 Figuren. Die sind beide etwa um 1800
Entschuldigung, um 870 gestorben. Nach der europäischen Kalender natürlich. Also zuerst der Hunain-Kreis. Hunain selbst war vorwiegend Experte für Medizin. Und sein Schwerpunkt in seinen Übersetzungen waren die Werke von Galen. Ich weiß nicht, ob Sie alle mit dem Namen Galen vertraut sind, aber falls nicht, er lebte in dem 2. Jahrhundert nach Christus und ist wahrscheinlich der wichtigste Autor in der ganzen Geschichte der europäischen Medizin. Er ist ein bisschen wie Aristoteles in Philosophie, so genau wie Aristoteles und seine Werke nicht nur kennzeichnend für die Geschichte der Philosophie waren, sondern fast synonym mit Philosophie, und zwar über fast 2000 Jahre waren. Genauso war Galen der Hauptfigur für Medizin ab seiner Zeit im 2. Jahrhundert nach Christus bis etwa den 17. Jahrhundert. Und in der griechischsprachigen Welt, in der arabischsprachigen Welt und in der lateinischsprachigen Welt. Also wenn ein arabisch sprechender oder persisch sprechender Arzt aus Mittelasien sich mit einem Arzt aus Oxford im 15. Jahrhundert treffen können hätte, und wenn sie sich gegenseitig verständlich machen können hätten, dann hätten sie entdeckt, die haben fast die gleichen Theorien, weil sie beide galenische Medizin vertreten. Und ähnlich in Philosophie mit Aristoteles. Apropos Aristoteles, das ist ein bisschen verwirrend, aber Hunain ibn Ishaq war dieser Übersetzer, den ich gerade beschrieben habe, der so viel Galen übersetzt hat. Sein Sohn Ishaq ibn Hunain, also umgekehrt, also Hunain ibn Ishaq ist der Vater, Ishaq ibn Hunain ist der Sohn. Er hatte Spezialisierung nicht in Medizin, sondern in Philosophie und vor allem Aristoteles. Also er übersetzt sehr viele Werke von Aristoteles ins Arabische. Und ein Kommentator, ein wichtiger Kommentator auf Aristoteles, zum Beispiel Ibn Rushd oder auf Airways, der im 5. Jahrhundert lebt, er liest Aristoteles vorwiegend in den Fassungen, die von diesem Übersetzer gemacht worden sind, Ishaq ibn Hunain. Übrigens, wir wissen relativ viel über die Methoden dieses Übersetzungskreises, dank unter anderem eines Briefes, den Hunain, der Vater, geschrieben hat, wo er seine Taktik und seine Methoden in der Übersetzung spricht. Zum Beispiel sagt er, dass er, wenn es möglich ist, mehrere Handschriften gefunden hat, damit er die Handschriften vergleichen konnte, um Fehler zu vermeiden. Er hat beschrieben, wie er versucht hat, einen arabischen Wortschatz zu entwickeln, was den griechischen Wortschatz gut wiedergeben konnte und so weiter. Also es war wirklich sehr fortgeschritten, was sie gemacht haben. Und Ishaqs Übersetzungen von Aristoteles gelten immer noch als sehr gute Übersetzungen. Also wenn man eine Übersetzung von Ishaq hatte, wüsste man wirklich, worum es bei Aristoteles geht. Wobei, wenn man Aristoteles auf Englisch oder Deutsch gelesen hat, weiß man, dass selbst eine gute Übersetzung nicht alle Probleme aufheben kann, weil Aristoteles so schwierig ist. Trotzdem, selbst in den Werken Ishaqs, die, obwohl sie so eindrucksvoll sind, gibt es Probleme, die für diese Situation irgendwie eigen sind. Also ein offensichtliches Problem ist, dass Aristoteles manchmal Hinweise dann macht auf griechische Namen oder andere kulturelle Ereignisse oder wie auch immer, die für ein arabisch sprechendes Publikum nicht relevant sind. Ein sehr berühmtes Beispiel hier ist Theater oder Tragödie. Vielleicht kennen manche von Ihnen die Kurzgeschichte von Jorge Luis Borges, wo er sich vorstellt, wie dieser Kommentator Ibn Rushd oder Averroes im 12. Jahrhundert in muslimischen Spanien versucht,
Aristoteles' Poetik zu verstehen. Und da liest er diese Beschreibungen von Tragödien, wie, also aus der, also diese klassische Tragödien, Aeschylus und so weiter. Und natürlich hat im Rushd überhaupt keine Idee, worum es geht, weil er nie ein Theaterstück gesehen hat, geschweige eine griechische Tragödie. Also es ist ein extremes Beispiel, aber es kommt sehr oft vor, dass zum Beispiel Namen vorkommen bei Aristoteles oder in anderen Texten, die für ein arabisch sprechendes Publikum einfach unbedeutend sind. Und da werden die Namen einfach so buchstabiert, dass sie auch so, also nah genug dran sind, so zu klingen auf Arabisch, wie sie auf Griechisch klingen. Aber das hilft nicht wirklich weiter. Oder ein anderes Beispiel, ich habe neulich eine Passage aus der aristotelischen Zoologie in der arabischen Übersetzung gelesen. Und da kommen Tiere vor, wo man nur eine Transliteration in arabischen Buchstaben von dem Namen des griechischen Tieres oder von dem griechischen Namen des Tieres. Aber da würde man natürlich überhaupt keine Ahnung haben, welches Tier gemeint ist. Also wir haben solche Probleme. Manchmal sind die Probleme aber philosophisch bedeutender. Zum Beispiel, also mein Lieblingsbeispiel davon ist das altgriechische Wort Eidos. Hier. Eidos kann Form heißen, zum Beispiel Materie und Form, also Form wie Gestalt, kann aber auch Spezies bedeuten, also wie Gattung und Spezies. Ja, also Gattung, Tier, Spezies, Pferd zum Beispiel. Und beide Begriffe kommen bei Aristoteles sehr oft vor und sind auch irgendwie verwandt, aber die Bedeutung Form ist offensichtlich anders als die Bedeutung Spezies. In der arabischen Sprache gibt es zwei Übersetzungen dafür. Also wenn es Spezies heißt, dieses Wort, übersetzt Isaac mit Nau. Wenn es Form heißt, übersetzt er mit dem Wort Sura. Und das heißt, er hat schon für den Leser entschieden, ob bei jedem Fall, wo dieses griechische Wort vorkommt, Eidos, entscheidet Isaac für den Leser, ob das Spezies oder Form heißt. Und der Leser hat überhaupt keine Ahnung, dass in der arabischen oder in der ursprünglichen griechischen Sprache, dass das dasselbe Wort ist und dass Isaac das vielleicht verwechselt hat. Das ist ein sehr schönes Beispiel, aber im Allgemeinen gibt es Probleme mit Terminologie. Wir sehen, dass sie von früh an dieses Problem erkannt haben. Zum Beispiel haben wir ein Werk, was Kindi zugeschrieben ist, namens Buch der Definitionen und Beschreibungen. Und das ist nicht mehr und nicht weniger als eine Liste von arabischen Wörtern, die Übersetzungen sind von technischen Wörtern aus griechischen Quellen, mit Übersetzungen auch auf Arabisch, aber die auch aus griechischen Quellen genommen werden. Also es ist praktisch ein Wegweiser für diese neue philosophische Terminologie, die in dem Kindi-Kreis entwickelt werden musste. Ein Unterschied zwischen dem Honein-Kreis und dem Kindi-Kreis ist, dass während die Werke von oder die Übersetzungen von Honein und Isaac und deren Kollegen relativ schön zu lesen sind, also sie sind vielleicht nicht gerade stilvoll, aber das Arabische ist gut sozusagen und das ergibt gut Sinn, was sie immer schreiben. Im Gegensatz dazu sind viele Übersetzungen aus dem Kindi-Kreis, zum Beispiel eine Übersetzung der Metaphysik von Aristoteles, sind sehr worttreu. Also, und worttreu klingt gut, aber das meine ich als Beleidigung. Also, was die Übersetzungen hier machen, ist fast jedes griechische Wort ins Arabische übersetzen, anstatt ganze Sätze zu übersetzen mit der Bedeutung oder damit es gut ein gutes Sinn ergibt. Und da gibt es sehr oft in diesen Übersetzungen Stellen, wo man wirklich die altgriechische Originalsprache braucht oder den originalen Text braucht, um zu verstehen, wie diese Übersetzung entstanden ist. Natürlich hatten die mittelalterlichen Leser den ursprünglichen Text nicht, beziehungsweise das hätten sie sowieso nicht lesen können, sie konnten kein Altgriechisch. Und das hieß, oft waren diese Übersetzungen nicht sehr nützlich, nicht sehr
hilfreich und würden auch damals von Lesern kritisiert. Die Übersetzungen waren natürlich damals wichtig, unter anderem, weil sie, oder nicht unter anderem, also einfach weil sie Zugang zu diese ganze, zu diesem Schatz von griechischer Wissenschaft dann überliefert haben. Aber später haben sie andere Wirkungen, sind immer noch wichtig heute aus anderen Gründen. Zum Beispiel haben wir griechische Werke, die auf Altgriechisch verschollen sind, also nicht mehr erhalten, während sie auf Arabisch doch noch existieren. Also es ist vielleicht nicht so aufregend, wie das klingt. Zum Beispiel, wir haben keine Dialoge Platons oder Traktate von Aristoteles, die nur auf Arabisch erhalten sind. Aber wir haben schon Werke von Galen, die nur auf Arabisch existieren. Wir haben auch Werke zum Beispiel von Kommentatoren zu Aristoteles, später antike Kommentator wie Alexander von Aphrodisias und so weiter. Also wenn man sozusagen die ganze griechische wissenschaftliche Literatur lesen möchte, muss man nicht nur Griechisch und Latein lesen können, sondern auch Arabisch, weil wir Texte haben, die nur auf Arabisch weiter existieren. Also das ist wichtig. Auch wichtig ist, dass diese arabischen Fassungen, die im Mittelalter verfasst worden sind, die erste Quelle für lateinchristliche Philosophie um der Wende des 13. Jahrhunderts, des 13. Jahrhunderts waren. Das heißt, zum Beispiel gab es aristotelische Texte, die nicht von Boethius ins Lateinische übersetzt worden sind. Er hat eigentlich nur die logischen Texte gemacht. Also viel Aristoteles war auch nicht zugänglich im Mittelalter. Und das erste Mal, wo sie das lesen können, ist wo in Spanien zum Beispiel oder Italien. Sie haben dann arabische Übersetzungen mit Kommentar, vor allem mit Kommentar von Averroes. Und die Zitate von Aristoteles auf Arabisch machen dann diese aristotelischen Werke wieder zugänglich. Manchmal wird das übertrieben. Also vielleicht haben Sie vage gehört, oh, im lateinischen Mittelalter hatten Sie nur Zugang zu Aristoteles oder zu griechischer Philosophie über Arabisch. Das stimmt wirklich nicht. Es stimmt nur für vielleicht ein paar Jahrzehnte. Sehr bald kommen Sie darauf, oh, wir sollten die griechischen Handschriften aus Konstantinopel holen und diese ins Lateinische übersetzen. Also sehr schnell gibt es eine griechische-lateinische Übersetzungsbewegung, auch früh im 13. Jahrhundert. Aber diese zwei Prozesse sind komplementär. Also wir haben Übersetzungen aus dem Arabischen und Übersetzungen aus dem Griechischen ins Lateinische. Und sie ergänzen sich gegenseitig. Und was sehr wichtig ist, ist, selbst wenn sie die arabische Tradition nicht mehr für Aristoteles selbst brauchen, sie wollen immer noch Avicenna und Averroes lesen, also die zwei Hauptdenker des arabischen Aristotelismus, würden sehr häufig und massiv ins Lateinische übersetzt. Und das führte dazu, dass scholastische Denker, nochmal wie Thomas von Aquin oder Scotus, sie haben dann fast immer Aristoteles gelesen, während sie die Kommentare und Werke von Avicenna und Averroes auch nebenbei hatten. Also das heißt, diese arabischen Denker sind wirklich die Exegeten, die für sie am wichtigsten sind, um Aristoteles zu verstehen. Okay, jetzt kommen wir zu einem genaueres Beispiel, und nämlich das Beispiel, was Ulrich vorher erwähnt hat. Das ist das Thema meines ersten Buches. Ich habe vor ein paar Minuten gesagt, dass der Kindi-Kreis dafür bekannt ist, dass sie sehr wortwörtlich übersetzt haben und dass das deswegen oft schwierig war zu verstehen. Und das stimmt. Aber ironischerweise gibt es eine andere Art von Übersetzung, die sie verfasst haben, wo es ganz in die andere Richtung geht. Beziehungsweise ist das vielleicht eine sehr genaue und wortwörtliche Übersetzung, aber auch hat der Übersetzer oder jemand, vielleicht ein Herausgeber, vielleicht Kindi selbst, aber ich denke wahrscheinlich der Übersetzer, also bleiben wir bei dem Übersetzer. Der Übersetzer hat nicht nur
den griechischen Text übersetzt, sondern gleichzeitig ein fast wie eine laufende Paraphrase oder sogar Kommentar dazu geschrieben. Also einzelne Sätze werden dann umgedeutet, damit sie klarer gemacht werden oder damit eine andere Bedeutung rauskommt. Oder manchmal gibt es sogar ganze Paragraphen, die nicht in der griechischen Fassung zu finden sind. Das findet nicht mit Aristoteles statt, findet aber schon vor allem mit Plotin statt. So Plotin ist der wichtigste Philosoph der Spätantike. Und wenn ich hier Spätantike sage, damit meine ich grob die Zeit des römischen Imperiums, also nach Zerfall der Republik. Und er ist 270 gestorben, hat eine Sammlung von Schriften verfasst, die von seinem Schüler Porphyrios als die sogenannten Enneaden dann herausgegeben wurden. Also es ist praktisch eine Sammlung von seinen Traktaten. Enneaden heißt Neuner, also Gruppen von Neun. Punkt ist, Porphyrios hat alle seine Werke in Gruppen von Neun Traktaten herausgegeben. Dann etwa 200 Jahre später, auch in der Spätantike, haben wir einen weiteren neuplatonischer Philosoph, ein spätantiker Platoniker namens Proklos. Und er schreibt ein Werk namens Grundlagen der Theologie. Beide Werke werden nicht vollständig, soweit wir wissen, anscheinend nur teilweise ins Arabische übersetzt. Die Enneaden heißen die Theologie des Aristoteles. Komischer Titel, ich komme gleich dazu zurück. Und die Grundlagen der Theologie von Proklos werden als Buch des reinen Gutes übersetzt. Das ist nichts in der arabischen Tradition bei weitem nicht so einflussreich wie die sogenannte Theologie des Aristoteles. Aber dieses arabische Proklos wird dann später ins Lateinisch übersetzt und ist eine sehr wichtige Quelle für lateinchristliche Philosophie im 13. Jahrhundert. Also das würde zum Beispiel von Albertus Magnus kommentiert und auch von Thomas von Aquin kommentiert. Und Thomas war der Erste, darauf aufmerksam zu machen, dass das kein Text von Aristoteles ist, wie angeblich. Also angeblich waren beide Werke von Aristoteles. Und Thomas von Aquin hat dank seinen Kollegen Wilhelm von Mörbecke erfahren, dass dieses Liber de Causis, also Buch der Ursachen, eigentlich auf Proklos basiert ist. Und er hat gesagt, oh, das ist kein Werk von Aristoteles oder sonst jemanden, das ist von einem heidnischen Platoniker namens Proklos. Also große Nachricht im zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Okay, also kurz, wer war Plotin? Also wie gesagt, er lebte im 3. Jahrhundert nach Christus und war sogenannter Neuplatoniker. Also er hätte sich selbst Platoniker genannt. Aber wir nennen ihn Neuplatoniker, weil er Themen aus anderen philosophischen Richtungen, zum Beispiel Stoizismus und Aristotelismus, mit Platonismus kombiniert. Und seine Hauptidee ist, dass das ganze Universum aus einem einen Prinzip emaniert, wie Licht aus einer Lampe kommt oder Wasser aus einer Quelle. Und aus diesem reinen Eine, also ganz einfach und ohne Vielfalt, vollständig ohne Vielfalt, fließt das Universum hervor. Zuerst ein Geist oder Intellekt, was mit den platonischen Ideen gleichgesetzt wird, dann eine Seele und dann endlich die körperliche Welt. Das müssen Sie nicht unbedingt verstehen, aber der Punkt ist, es gibt diese stufenweise Entwicklung des Universums, wo die Realität aus diesem einen reinen, einfachen Prinzip hervorgeht. Und für Plotin sind die Realitäten, die wirklich wichtig für seine Philosophie,
sind alle unkörperlich. Die sind platonische Ideen, Götter, das eine als allererste Prinzip. Das ist für ihn das Hauptobjekt seiner Philosophie. Und das ist natürlich überhaupt nicht die Lehre, die wir mit Aristoteles verbinden. Aristoteles war, wenn dann, ein empirischer Philosoph, hat sich sehr für die natürlichen Dinge interessiert, hat zum Beispiel Fische zitiert, um biologische Forschung zu machen und so weiter und so fort. Natürlich war er auch Schüler von Platon und hatte auch platonische Züge in seiner Philosophie, aber Plotin und Aristoteles sind, um das mild auszudrücken, philosophisch sehr weit auseinander. Während die arabische Tradition diese Übersetzung von Plotin als ein Werk von Aristoteles kennzeichnet. Also es steht in dem Text, das ist die Theologie des Aristoteles von Porphyrios herausgegeben, also der Schüler Plotins, und von so und so übersetzt und von Al-Kindi dann ediert. Das lesen wir in dem Vorwort. Also das heißt, jeder Leser in der arabischen Tradition, der das in die Hand genommen hat, hat gedacht, das ist ein Werk von Aristoteles. Also ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das wäre, als ob jemand versuchen würde, die Geschichte der englischsprachigen Philosophie zu verstehen und denken würde, dass die Werke von Adam Smith von Karl Marx geschrieben würden. Also sehr verwirrend und führt vielleicht dazu, dass wir eine Tendenz innerhalb der arabischen Tradition sehen, dass Platonismus und Aristotelismus sozusagen zusammengeschoben sind oder harmonisiert werden. Wobei man auch sagen muss, dass, also zwei Warnungen zu dieser These. Erstens, dieses Projekt, dass man Platonismus und Aristoteles harmonisieren sollte, das war schon auch sehr prävalent in der Spätantike. Plotin selbst hat viele aristotelische Themen in seinen Werken. Also das ist, obwohl es seltsam ist, Plotin mit Aristoteles zu verwechseln, das war vielleicht nur der nächste Schritt in einem Prozess, was seit der Spätantike schon angefangen hatte. Das andere, was man sagen soll, ist, dass manche Leser in der arabischen Tradition Zweifel hatten, ob das wirklich von Aristoteles geschrieben würde. Zum Beispiel Avicenna deutet darauf hin, dass man über diese Zuschreibung zumindest skeptisch sein soll. Auf jeden Fall wird es noch komplizierter, weil der Text nicht nur Aristoteles zugeschrieben wird, sondern, wie ich schon gesagt habe, wirklich so umgestaltet und uminterpretiert wird in der arabischen Fassung. Also man kann sogar sagen, das ist wirklich keine Übersetzung, sondern eine Übersetzung mit Paraphrase oder mit laufendem Kommentar, wie ich gesagt habe. Also erstens ist die Reihenfolge des Textes chaotisch und durcheinander. Es kann sein, dass das nur ein Fehler in der Handschriftsüberlieferung ist, aber Fakt ist, man hat eine Auswahl von Texten aus Plotin in der falschen Reihenfolge. Wir haben auch in diesen Texten eine Vereinfachung des neuplatonischen Systems. Vor allem das Werk von Proclus wird dann vereinfacht, sodass seine sehr komplizierte Metaphysik zu der einfacheren Metaphysik von Plotin angepasst wird. Aber auch, wenn man dieses Bild anschaut, Plotins System, wir sehen in der arabischen Fassung von Plotin, dass Gott das eine mit dem Intellekt gleichgesetzt wird oder dass die Unterscheidung zwischen den zwei etwas verschwommen wird. Wir sehen auch, dass dieses eine, das erste Prinzip, wirklich Gott ist, also heißt in der arabischen Fassung Schöpfer zum Beispiel, also ist offensichtlich mit dem christlichen oder muslimischen Gott gleichgesetzt und wird auch behandelt, in einer Art und Weise behandelt, die für damalige Leser interessant wäre. Zum Beispiel damals gab es eine rege theologische Debatte über die Attributen Sifat Gottes, zum Beispiel seine Weisheit,
seine Macht und so weiter und wie diese Attributen mit Gott verwandt sind. Zum Beispiel, ist die Macht Gottes Gott selbst oder ist das was anderes als Gott? Ist das ein Mittel, wodurch Gott irgendwas tut? Und viele Passagen in der arabischen Fassung von Plotin bringen diese Thematik in die Übersetzung. Zum Beispiel das Wort Sifat-Attributen, das taucht dann auf, wo wir eigentlich kein passendes griechisches Wort in der Originalfassung sehen. Wir haben auch neue Fachausdrücke, die manchmal auch dann in der späteren arabischen Tradition bleiben. Zum Beispiel, ihr habt vorher gesagt, für Plotin geht die ganze Welt aus Gott wie Licht aus einer Lampe oder wie Wasser aus einer Quelle. Das heißt, seine Emanationslehre, also alles kommt einfach automatisch oder notwendig aus Gott. Und in der arabischen Fassung haben wir dieses Wort Faid, das heißt Emanation. Und das bleibt dann der normale Ausdruck für diese Idee, dass alles notwendig aus Gott hervorgeht. Was wir übrigens auch finden, und das passt zu der Idee, dass das ein Werk ist, was Aristoteles und Platonismus harmoniert, ist, dass Stellen, wo Plotin Aristoteles angreift, milder gemacht werden, damit das mehr wie eine Korrektur ist, dass man Aristoteles nicht falsch auslegen soll. Also Plotin sagt zum Beispiel, Aristoteles hat nicht recht, wenn er sagt, dass die Seele die Form des Körpers sei. Und die Übersetzung dann sagt, man soll Aristoteles nicht so verstehen, dass er behaupten würde, dass die Seele nur Form des Körpers ist. Und das ist eine Umdeutung des Textes, um Aristoteles vor Plotin zu schützen, mitten in einer Übersetzung von Plotin. Also es ist wirklich spannend und etwas seltsam vielleicht. Also es ist überhaupt nicht das, was wir von einer Übersetzung heutzutage erwarten würden. Diese Themen fließen dann natürlich apropos Emanation, in die spätere arabische Tradition. Und das fängt schon mit Al-Kindi selbst an. Al-Kindi war, wie gesagt, der Leiter dieses Übersetzungskreis, der sich mit Neuplatonismus befasst hat und andere wissenschaftlichen Themen, zum Beispiel Mathematik, war selbst aber kein Übersetzer. Er war vielmehr der Leiter der Gruppe von Übersetzern, die übrigens fast alle oder vielleicht sogar alle Christen waren. Also er ist Muslime, aber die Übersetzer sind Christen, weil die Christen diejenigen sind, die Altgriechisch konnten in dieser Kultur. Weil das in der monastischen Tradition unter den Christen dann auch bewahren würde, dass man altgriechische Texte immer noch gelesen hat. Und wie ich schon gesagt habe, war Syrisch auch Mittelsprache oder vermittelnde Sprache benutzt und Syrisch war auch die Sprache dieser Mönche in Syrien. Also auf jeden Fall, wir müssen uns so vorstellen, er ist praktisch der Bindeglied oder der Vermittler zwischen der islamischen Elite und diesen christlichen Übersetzern. Er korrigiert die Übersetzungen angeblich oder ediert sie und nutzt die Ideen aus den Übersetzungen in seinen eigenen Werken. Und ein Paradebeispiel dafür ist sein Hauptwerk, sein Magnum Opus, über die erste Philosophie, die nicht gänzlich erhalten ist, aber vier lange Kapitel hat, wo er versucht, Gott und seine Beziehung zu der Welt zu beschreiben. Und was er wirklich hier betont, ist genau das, was wir bei Plotin gesehen haben. Das allererste Prinzip ist eine wahre, reine Einheit. Alle anderen Dinge sind von Einheit und Vielheit gekennzeichnet. Zum Beispiel, ich habe einen Körper, aber mein Körper hat viele Teile. Nur Gott ist eine reine Einheit, ohne jegliche Vielheit. Er hat keine Teile, keine Vielfalt an Aspekte, gar nichts. Und hier nimmt Kindi diese Thematik auf, die ich schon erwähnt habe, als ich über die Attributenlehre
bei dem arabischen Protein gesprochen habe. Wie gesagt, damals gab es eine wirklich sehr heftige Debatte über die Beschreibungen von Gott, die wir zum Beispiel in dem Koran lesen können. So wie gesagt, wie verhalten sich die Weisheit oder Macht Gottes mit Gott selbst? Und Kindi geht eine sehr stringente, geht einen sehr stringenten Weg hier. Er sagt, da Gott eine wahre Eine ist, also eine reine Einheit, kann er keine Vielheit von Attributen haben. Und alle Prädikate, also das Wort ist Makulat, das heißt buchstäblich Dinge, die gesagt werden, also alles, was über Gott sagen könnte, würde Vielheit implizieren. Zum Beispiel, wenn man ihn mit einem Körper vergleichen würde, würde man implizieren, dass er Teile hat. Oder wenn man sagen würde, dass er zu einer gewissen Gattung gehören würde, zum Beispiel Tier oder das Lebende, würden wir sagen müssen, dass er diese Gattung mit anderen teilt. Also es wäre auch eine Manifestation der Vielheit. Also kurzum argumentiert er, Gott ist so eine reine Einheit, dass wir über ihn gar nicht sprechen können. Also es ist ganz stringente negative Theologie, wie das manchmal heißt, oder manchmal apophatische Theologie, wenn das für sie ein Begriff ist. Trotzdem dreht er dann um und sagt positive Dinge über Gott, zum Beispiel, dass er die erste Ursache ist und dass er alles bewirkt, also er ist eine wahre Wirkungsursache. Spätere Denker, und vor allem ein späterer Denker aus Andalusien, Ibn Hazm, sagt, dass Al-Kindi hier falsch geht, weil wenn er Gott als eine Ursache beschreibt, impliziert er, dass Gott die Welt verursachen muss. Weil wenn Gott eine Ursache ist, muss er ein Verursachtes haben, sonst wäre er keine Ursache. Und das würde heißen, dass Gott die Welt braucht, um das zu sein, was er ist. Und Ibn Hazm sagt, nein, das geht nicht. Hier sehen wir eine von vielen Reaktionen auf die Idee, die ich schon erwähnt habe, nämlich, dass die Welt oder das ganze Universum notwendig von Gott hervorkommt. Das war überhaupt nicht was Al-Kindi sagen wollte, aber selbst er wurde dafür kritisiert. Was er auch aber klar argumentiert in diesem Werk Philosophalula, also über die erste Philosophie, ist, dass die Welt doch nicht notwendig aus Gott hervorgeht, dann wäre die Welt ewig und nur Gott ist ewig. Und er nimmt hier griechische Argumente gegen die Ewigkeit der Welt. Das wird dann später ein zentrales Thema in der arabischen Philosophie, ob die Welt ewig ist oder geschaffen. Und Al-Kindi als der erste Philosoph, der auf Arabisch schreibt, argumentiert sehr stark dafür, die Welt ist nicht ewig, die Welt würde mit einem Anfang, einem zeitlichen Anfang geschaffen. Zum Beispiel argumentiert er, wenn die Welt ewig ist, also wenn die Welt immer existiert hätte, dann hätte eine unendliche Zeit schon abgelaufen, dann müsste eine unendliche Zeit schon ablaufen, bevor wir die jetzige Zeit erreichen. Also eine Unendlichkeit an Sekunden oder Minuten muss stattfinden, bevor wir das Jetzt erreichen. Aber das ist unmöglich. Eine unendliche Zeit kann nicht ablaufen. Und das garantiert, laut Kindi, dass Gott nur Gott ewig ist. Und er verbindet dann Ewigkeit mit Einheit. Also für Gott, für ihn ist Gott das Ewige, das Eine, das Einzige, was immer existiert und auch das Einzige, was keine Vielheit besitzt. Also jetzt ist meine Zeit fast um, also ich werde jetzt schließen und nur ein bisschen zu der Nachwirkung von diesen Übersetzungen sagen. Also erstens, diese Idee, was aus Plotin in die Werke Kindis gekommen ist, nämlich diese reine Einheit von Gott,
Das ist sehr, sehr wichtig für spätere Philosophen, die in der arabischen Sprache schreiben. Und ich denke, das ist nicht überraschend, dass diese Idee so gut angekommen ist. Ein zentrales Thema in der islamischen Theologie oder in der islamischen Religion sogar ist Tauhid. So Tauhid heißt Einheit. Und jeder Muslime soll anerkennen, dass es nur einen Gott gibt. Also sogar das, was man sagt, wenn man das Bekenntnis als Muslime dann ausdrückt, ist zu sagen, es gibt nur Gott, keine anderen Götter. Und mit der plotinischen These der Einheit Gottes hat man einen Weg gefunden, diese These sehr stark auszudrücken. Also nicht nur, dass es nur einen Gott gibt, sondern dass dieser Gott eine Einheit ist. Und zwar eine Einheit, die Vielheit komplett ausschließt. Das führt oft in der philosophischen Tradition zu sehr, wie gesagt, sehr stringent negativen theologischen Vorstellungen von Gott, nämlich, dass man gar nichts über ihn sagen kann. Also er ist unbeschreibbar oder jenseits der Sprache, vielleicht sogar jenseits unseres Verständnisses. Und manchmal werden die Philosophen aus diesem Grund oder aus dieser Perspektive von Theologen kritisiert, die was Positives über Gott sagen wollen oder die koranische Sprache oder koranische Beschreibungen für Gott hernehmen wollen. Also sie sehen das als eine Spannung zwischen dem Koran und sogenannten Falsafa, also griechisch inspirierte Philosophie. Eine andere Spannung, die vielleicht sogar wichtiger ist, ist das, was ich schon mehrmals gesagt habe. Als Plotin haben wir diese Idee, dass die Welt notwendig aus Gott hervorgeht, wie gesagt, wie Licht oder wie Wasser. Während die islamischen Theologen immer darauf bestehen wollen, dass Gott durch einen Willensakt frei und autark entscheidet, die Welt zu schaffen. Also Gott muss nicht die Welt schaffen oder muss nicht die Welt verursachen. Das ist der Grund, warum Ibn Hazm selbst Al-Kindi, der die Ewigkeit der Welt verneint hat, Ibn Hazm hat selbst Al-Kindi dafür beschuldigt, dass er sagte, Gott ist eine Ursache, weil eine Ursache ein Verursachtes haben muss. Also diese Theologen wollen wirklich sicherstellen, dass Gott die Welt frei schafft und nicht notwendig. Und das wird dann zu einem Streitthema von Theologen gegen nicht so sehr gegen zum Beispiel die Übersetzungen selbst, aber Autoren, die von den Übersetzungen beeinflusst worden sind, zum Beispiel Farabi und Ibn Sina oder Ibn Sina ist Avicenna übrigens. Was wir auch finden, ist sehr stark platonische Ideen über die Seele. Also darüber habe ich nicht sehr viel gesagt, aber denken wir nochmal daran, dass der arabische Plotin sagt, oh, die Leute, die sagen, Aristoteles hat fälschlicherweise gesagt, die Seele ist Form des Körpers, das stimmt gar nicht. Die Seele ist nicht Form des Körpers, die Seele ist über den Körper oder ist unkörperlich, ist eine geistliche Substanz. Das kommt auch aus dieser Übersetzung und aus den Übersetzungen im Allgemeinen. Und im Allgemeinen können wir sagen, dass die Deutung des Aristoteles in der arabischen Tradition sehr stark neoplatonisch war. Das war sicherlich einerseits nur eine Kontinuation von dem, was wir in der Spätantike sehen, weil damals die Neuplatoniker auch Aristoteles neuplatonisch herausgelegt haben, war aber auch eine Tendenz, die von diesen Übersetzungen dann kreiert wurde oder zumindest unterstützt wurde. Also kurzum können wir sagen, dass die Übersetzungen wichtig sind, nicht nur, weil sie die antike Philosophie und Wissenschaft für arabische Leser zugänglich gemacht haben, sondern auch, weil sie sogar das Inhalt dieser Texte dann so dargestellt hat, dass das schon in verschiedene Richtungen gedreht würde oder interpretiert würde, damit man zum Beispiel griechische Philosophie leichter zu Islam anpassen konnte oder damit man Aristoteles in einer gewissen Weise verstanden hat. Also man kann die Philosophie und Wissenschafts-
Geschichte in der das arabischsprachigen Welt nicht verstehen, ohne diese Übersetzungen genau anzuschauen. Okay, das war's. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich glaube, wir haben etwas Zeit für Fragen. Und nur als Warnung, ich glaube, ich werde es mir hören können, wenn Sie ein Mikro dann in die Hand nehmen. Weil zum Beispiel dieses Klatschen habe ich nicht gehört. Aber ich habe es gesehen, danke, aber nicht gehört. Vielen Dank für diesen schönen Vortrag, der sehr reich war und zugleich auch sehr übersichtlich und viele Spuren gelegt hat. Wir haben jetzt noch Zeit für Fragen. Wir hatten ausgemacht, bis 7:45 die Diskussion zu führen. Und ich bitte um Wortmeldungen. Ich sehe eine erste dort hinten. Vielen Dank für den Vortrag, es war sehr interessant. Sie haben es kurz angesprochen, die christlichen Übersetzer, die für Al-Kindi oder mit Al-Kindi gearbeitet haben. Mich würde jetzt interessieren, wie stark die Rolle der jüdischen Gemeinde und der nestorianischen christlichen Gemeinde in der Region war bei der Übersetzung der Texte oder beim Transport der Texte, sage ich mal, vom klassisch-griechischen Raum über diesen christlich-jüdischen Raum hin in den arabischen Raum. Gab es da eine Beeinflussung, eine Bearbeitung und Kommentierung der Texte? Okay, ja, schöne Frage. Vielleicht habe ich sogar vergessen zu sagen, dass Hunain und sein Sohn Isaac auch Christen waren. Also die Übersetzungen, das ist wirklich eine Bewegung, die hauptsächlich oder fast gänzlich durch Christen dann vollbracht worden ist. Und ich glaube übrigens, dass das hat auch die, die Bedeutung der Übersetzungen würde dadurch sehr stark beeinflusst. Zum Beispiel manchmal sehen wir, dass Gegner der griechischen Übersetzungen oder die sagen zum Beispiel, griechische Logik ist Zeitverschwendung, das brauchen wir nicht. Wir haben arabische Grammatik, warum brauchen wir griechische Logik und so. Die haben auch gleichzeitig sich über christliche Theologie lustig gemacht. Und sowas gesagt wie, ja, die Christen haben ihre Logik, aber das hat sie nicht davon abgehalten zu sagen, dass das gleiche Ding 1 und 3 ist. Also ein Hinweis auf die Trinitätslehre. Ja. Diese Verbindung zwischen griechisch-arabischen Übersetzungen oder griechisch-syrisch-arabischen Übersetzungen und Christentum war sehr stark. Und ich denke, das hat wirklich die arabische Philosophie stark gefärbt bis Avicenna. Also nach Avicenna verbindet man Philosophie, Falsafa, nicht mehr mit diesen Christen, sondern mit einem muslimischen Denker, der sehr kontrovers war, aber zumindest kein Christ, nämlich Avicenna. Die Juden, das ist eine ganz andere Geschichte, weil die Juden nicht an der Übersetzungen so involviert waren. Also ich kann nicht unbedingt sagen, dass es keine Übersetzungen von Juden gibt, aber die waren bei weitem nicht so involviert wie die Christen. Und die gehen, man könnte natürlich einen ganzen ähnlichen Vortrag über jüdische Philosophie in der islamischen Welt halten. Darüber gibt es sehr viel zu sagen. Aber ich sehe die jüdische intellektuelle Kultur eher als eine zweite Tradition, die von diesen Übersetzungen beeinflusst wird. Zum Beispiel fast gleichzeitig, ein bisschen später als Kindi, aber fast gleichzeitig, haben wir den ersten bedeutenden jüdischen Philosoph, der auf Arabisch schreibt, namens Saadia Gaon. Und er nimmt ähnliche Quellen her wie Kindi und argumentiert für sehr ähnliche Themen oder Thesen. Zum Beispiel, er verneint auch die Ewigkeit der Welt. Er vertritt auch eine negative Theologie, die durch diese Analyse der Sprache dann entwickelt wird. Also er ist sehr ähnlich wie Kindi.
obwohl er kulturell eine ganz andere Position hatte als Jude. Dann später im muslimischen Spanien haben wir sehr viele jüdische Philosophen, die langsam anfangen, über Philosophie sogar auf Hebräisch zu schreiben, aber das dauert wirklich. Also wir erreichen wahrscheinlich das 13. Jahrhundert, bis Juden auf Hebräisch schreiben, wenn sie über Philosophie schreiben. Sie schreiben Theologie oder biblische Kommentare auf Hebräisch, aber für Philosophie verwenden sie Arabisch. Das zeigt, wie sehr sie in dieser Gedankenwelt der griechisch-arabischen Übersetzungen waren. Erst nach Maimonides wird es wirklich typisch, dass man auf Hebräisch über Philosophie schreibt. Und sie übersetzen übrigens nicht Aristoteles, sondern die Kommentare von Averroes ins Hebräische. Also dann haben wir, das ist sogar eine weite Übersetzungsbewegung, die arabisch-hebräische Übersetzungsbewegung. Vielen Dank. Weitere Fragen? Ja, ganz herzlichen Dank für diesen sehr klaren und sehr reichen Überblick. Was mir durch den Kopf ging, und ich bin eigentlich sicher, dass ihr das wahrscheinlich auch im Überweggrund ist der Geschichte und anderswo schon bearbeitet habt, aber eben für mich als Laien, eben das kommt erst mit der Zeit jetzt im arabischen Raum, dass dieses Interesse an der griechischen Philosophie besteht. Wie sieht es eigentlich mit der ältesten Schicht aus, eben der Prophet und der Urkoran? Denn mindestens im theologischen Bereich sind ja die Kontakte etwa mit der syrischen Theologie da gewesen. Syrische Theologie wäre undenkbar ohne Philosophie. Also vielleicht geht es doch in den Wurzeln zurück. Das erinnert mich so ein bisschen an das, was man zum Beispiel bei der Septuaginta ja auch hat, diese älteste eben griechische Übersetzung des Alten Testaments. Da sieht man in der Übersetzung des Tohu Wabohu, dass Platons Timaios mit hineinspielt. Gibt es ähnliche Phänomene auch bezogen auf den Urkoran oder überhaupt auf die Koranformulierung, dass da bereits doch eine gewisse Inkulturation in etwas, was uns eben dann ja auch verbindet, sozusagen auch die islamische Tradition mit unserer eigenen Tradition festmachen kann? Ja, das ist übrigens Christoph, oder? Hinter der Maske? Genau, ja, das bin ich. Hi. Okay. Gute Frage. Ich meine, das ist natürlich unheimlich kontrovers, diese Frage. Und ich bin kein Koran-Expert, also ich zögere, wirklich so viel dazu zu sagen. Natürlich gibt es sehr oft Vermutungen, dass vor allem jüdische Kultur den Koran beeinflusst hat. Wobei, ich meine, selbst das Wort Einfluss ist natürlich eher kontrovers. Weil als Muslime denkt man, dass Gott den Koran veroffenbart hat. Also er ist offensichtlich nicht von jüdischer Kultur beeinflusst, ja. Wenn dann umgekehrt. Also das ist alles sehr kontrovers. Ich denke, man kann mehr oder weniger ausschließen, dass griechische Philosophie den Koran beeinflusst hat. Also das habe ich nie, also ich habe nie jemanden gesehen, der das behauptet. Es sei denn, also durch einen Umweg, zum Beispiel durch patristische Literatur oder so. Aber das sozusagen, dass Mohammed Aristoteles in der Früh liest und dann den Koran am Abend schreibt, das kann man aus mehreren Gründen ausschließen. Allerdings, es wird komplizierter, wenn man nicht über den Koran selbst, sondern über Koranauslegung und islamische Theologie spricht. Also wenn man über Kalam spricht. Und das habe ich vorwiegend aus der Geschichte gelassen, weil das zu kompliziert wird. Aber meines Erachtens ist die Geschichte der Philosophie in der islamischen Welt sehr kompliziert und besteht aus mindestens vier Untertraditionen, nämlich Falsafa, das, was ich beschrieben habe, also Philosophie, die durch griechische Übersetzungen dann entstanden ist. Jüdische Philosophie, haben wir gerade diskutiert. Christliche Philosophie, die zum Beispiel von diesen Übersetzungen, also manche von diesen Übersetzern, zum Beispiel Yahya ibn Adi, den ich nicht erwähnt habe, er ist ein christlicher Übersetzer, der auch über Philosophie und Theologie schreibt. Und dann gibt es Kalam. Und normalerweise wird Kalam
Philosophie gegenüberstellt, als ob das entgegengesetzte Entwicklungen sind. Aber ich betrachte Kalam als eine sozusagen einheimische islamische philosophische Tradition. Und es gibt eine komplizierte Geschichte, Konkurrenz zwischen Falsafa und Kalam und so weiter und so fort. Aber was hier relevant ist, ist, dass Kalam anscheinend von griechischer Philosophie auch beeinflusst worden ist, vielleicht sogar vor der Übersetzungsbewegung, was schwer zu erklären ist. Das ist nochmal sehr kontrovers, aber es scheint, dass griechische Philosophie sozusagen in Wellen dann die arabischsprachige Kultur beeinflusst. Also wie gesagt, nicht bei dem Koran selbst, aber in Kalam, selbst bevor der Übersetzungsbewegung, laut manchen Interpreten gibt es Spuren von griechischer Philosophie, nochmal vielleicht durch christliche Philosophie vermittelt, die dann innerhalb Kalam dann auftauchen, zum Beispiel in der Logik oder so, also in Argumentationstheorie, solche Themen. Also es ist sehr, sehr kompliziert, aber ich würde sagen, dass man annehmen soll, dass griechische Philosophie diesen sehr direkten Weg durch die Übersetzungen islamische Kultur beeinflusst hat, aber auch über indirekte Wege dann die Kultur in subtiler Weise beeinflusst hat. Und das ist natürlich viel schwieriger, dann wirklich zu analysieren und identifizieren, aber ich glaube, das ist auch da. Vielen Dank. Andere Fragen? Bitte, ja. Ja, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Ich hätte eine kurze Frage zum Schulsystem. Also wie haben die Araber dann Griechisch gelernt? Waren vor allem, habe ich richtig verstanden, haben die christlichen Araber, die durch das Neue Testament dann übersetzen konnten? Oder wie war das Schulsystem? Haben sie direkt Aristoteles gelesen oder gab es davor vielleicht etwas? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich meine, die kurze Antwort ist, sie haben kein Griechisch gelernt. Das ist genau der, ich meine, ich weiß nicht, was Sie mit Araber meinen, aber die Muslime haben kein Griechisch gelernt normalerweise. Die Christen konnten Griechisch und auch Syrisch und also bis zum 9. Jahrhundert, wie gesagt, gab es auch viele ursprünglich griechische Texte in syrischer Fassung. Also man konnte auch einfach aus Syrisch übersetzen. Also Ihre Frage ist vielleicht so auszulegen, wie haben Christen in arabischsprachigen Ländern Griechisch gelernt? Ja? Antwort ist eigentlich in der monastischen Tradition. Also in diese Zentren, wo die Mönche dann tätig waren, waren Skriptoria, also wo Handschriften gemacht worden sind, waren auch Zentren, wo zum Beispiel biblische Kommentar gemacht wurde und wo die patristische Tradition auch dann studiert wurde. Und viele von diesen Texten waren altgriechische Texte. Ich meine, das Neue Testament ist natürlich auch auf Griechisch. Ja. Und das heißt, dass junge Männer, wenn sie dann in diese Monasterien aufgenommen wurden, hätten dann Griechisch gelernt. Das ist die institutionelle Realität hinter der Übersetzungsbewegung. Wobei man auch nicht ausschließen soll, oder man muss sogar sehr stark daran denken, Griechisch war in der östlichen Mittelmeerraum immer noch eine Sprache, die tagtäglich gesprochen wurde. Ich meine, im Byzantinischen Reich ist Griechisch die Sprache, ja, von allen, auch von den Laien in der Straße, also Analphabeten, können auch Griechisch. Eine andere Art Griechisch, aber immerhin. Und in Syrien sollen wir auch davon ausgehen, dass viele Menschen auch in der Zeit immer noch zweisprachig waren oder dreisprachig, also Syrisch oder eine ähnliche Sprache, Arabisch und Griechisch. Also die Frage ist eher, wie kam es dazu, dass manche Leute in der Lage waren, diese sehr fortgeschrittenen Texte zu übersetzen oder zu lesen?
Und hier ist interessant zu bemerken, dass Hunayn ibn Ishaq in seinem Brief über die Übersetzungen und über seine Biografie, er berichtet, dass er als Kind beigebracht wurde, Homer zu rezitieren. Also da sieht man, wie sehr altgriechisch zumindest in diesen wohlhabenden Familienkreisen immer noch am Leben war. Also ein bisschen wie vielleicht ein Kind am Ende des 9. Jahrhunderts in England Latein gelernt hätte. So stelle ich mir das vor. Also ich bin kein Expert für diese institutionelle Fragen, aber es geht eigentlich in die Richtung, dass Griechisch im Allgemeinen im Nahosten immer noch präsent war, vor allem in Syrien, und dann das Griechisch für Gelehrten würden dann in der christlichen theologischen Tradition dann aufbewahren. Vielen Dank. Da weiß übrigens Ulrich wahrscheinlich mehr dazu als ich, aber ich habe es trotzdem beantwortet. Das ist eine Frage in der letzten Reihe. Vielen Dank. Meine Frage geht eher um die Materialität dieser Texte, die Sie ja jetzt erwähnt haben. Und zwar haben wir ja in den letzten Jahren viel davon gehört, dass solche alten Schätze zerstört wurden im Krieg. Und meine Frage, also, wo lagert man die? Wie findet man diese auf? Und wurde ein großer Teil von solchen Schriften zerstört in den letzten 10 Jahren? Okay, also erstens, also zur Materialität ist vielleicht, hätte ich vielleicht erwähnen sollen, es gibt eine sehr, sehr wichtige Entwicklung genau in dieser Zeit, die ich gerade besprochen habe, nämlich Papier. Also Papier ist eine neue Technologie, die ab dem 8. 9. Jahrhundert dann in die islamische Welt, dann aus China dann reinkommt und ist in der islamischen Welt zugänglich, bevor sie in der lateinsprachigen Welt zugänglich ist. Wir sehen was, in Byzanz sehen Sie was Ähnliches. Also in der sehr frühmoderne oder sehr spätantike haben wir die Einführung von Papier. Und zusätzlich zu all die Sachen, die ich über diese Übersetzungsbewegung gesagt habe, soll man auch erwähnen, dass es kein Zufall, dass das stattgefunden hat, genau wo Papier zugänglich worden ist. Also Texte sind vielfach leichter und billiger zu produzieren, weil jetzt produzieren wir Texte nicht aus Tierhaut, sondern aus altem Stoff und so. Allerdings soll man sich nicht vorstellen, wir haben immer noch die Papierhandschriften aus dem 9. Jahrhundert, die der Kindi-Kreis verfasst hat. Was wir haben für früharabische Philosophie und Wissenschaft, genau wie für früh lateinsprachige Philosophie oder früh byzantinische Philosophie, was wir fast immer haben, sind Handschriften, die später sind, und das sind Kopien von diesen ursprünglichen Handschriften oder Kopien von Kopien oder Kopien von Kopien von Kopien. Zum Beispiel, erstaunliche Tatsache, Al-Kindis Werke sind in einer Handschrift erhalten. Also das heißt, nicht alle seine Werke, aber seine hauptphilosophischen Werke sind nur in einem Buch erhalten. Und diese Handschrift befindet sich in Istanbul. Ich habe Bilder davon, habe sehr viel Zeit damit verbracht, diese Bilder anzuschauen. Und wenn diese Handschrift nicht erhalten wäre, würden wir viel, viel weniger über Al-Kindi wissen, also vielleicht 20% von dem, was wir über ihn wissen. Also man sieht da, wie prekär die Situation ist. Die Handschriften, die wichtigsten Sammlungen sind in Kairo, Istanbul und Iran. Ich würde nicht ausschließen, dass was durch zum Beispiel die Kriege in Syrien und Irak dann verschwunden ist. Aber ich habe nicht gehört, dass zum Beispiel
einzigartige Handschriften von Avicenna oder sowas jetzt in den letzten 10 Jahren zerstört worden sind. Aber trotzdem ist es natürlich furchtbar. Und ich meine, die Frage ist nicht, ist hier nicht, was würde jetzt zerstört, was schon bekannt war, sondern was würde jetzt zerstört, was wir nie, wir werden nie wissen, was da war. Das ist das Problem. Vielleicht eine ganz kurze Ergänzung dazu. Das, was wir wissen, hängt an den großen Bibliotheken, Istanbul und so weiter. Die sind auch katalogisiert und da ist natürlich kein Verlust gewesen. Was wir nicht wissen, sind die vielen Privatbibliotheken. Yeah. Die sind einfach noch nicht katalogisiert. Im Irak gab es sehr viele und es gab auch in Klöstern Bibliotheken, Sammlungen von syrischen Handschriften, die zerstört worden sind. Also die Anzahl von Verlusten ist ziemlich hoch, aber so wie Peter Adamson sagt, wir hatten sie nicht katalogisiert, wir können sie nicht einmal quantifizieren und qualifizieren. Mhm. Aber die Privaten haben sehr, sehr viele Verluste erlitten und in manchen Klöstern ist das geradezu himmelschreiend, wenn man weiß, das ist jetzt die letzte syrische Handschrift, von der wir überhaupt wussten, dass sie existiert, denn die haben zum Teil darüber etwas geschrieben und sie ist nicht mehr auffindbar. Mhm. Ja, also meine Vermutung ist, dass das viel schlimmer in anderen Bereichen ist als in Philosophie. Also zum Beispiel Theologie oder Bibelkommentare könnte man vielleicht eher vorstellen, dass sehr viel verschwunden ist, aber man weiß es natürlich nicht. Ja. Übrigens, es gibt auch sogar arabische und persische Handschriften, die in Indien zu finden sind. Mhm. Und nicht ein paar, sondern haufenweise, ja. Weil natürlich Indien lange Zeit unter islamischer Macht war. Also im Mughal-Reich und so weiter. Zum Beispiel, es gibt einen Forscher namens Hans Deiber, der auf Reise in Indien gegangen ist und Handschriften gesammelt. Ich glaube, Ulrich weiß wahrscheinlich mehr dazu als ich. Aber ich habe eine Kollegin hier in München, die seit Jahren mit einer Handschrift arbeitet. Das ist eine arabische Übersetzung von Aristoteles, die nur in einer Handschrift erhalten ist. Und diese Handschrift ist in Indien. Also sowas kommt auch vor, was man nicht unbedingt denken würde. Ja. Und das hat Deiber entdeckt, diese Handschrift. Ja. Oder was Sie vielleicht interessiert, Ptolemaios. Der früheste arabische Ptolemaios ist in Jaipur in Indien. Mhm. Und es ist extrem schwierig, da heranzukommen. Und inzwischen ist es gelungen, aber das sind zum Großteil noch nicht wirklich verifizierte und noch nicht der Forschung zugängliche Sammlungen. Und dieser Deiber, dem verdanken wir extrem viel dabei. Das ist richtig. Ja, die Forscher, die mit Handschriften arbeiten, die reden über die Bibliotheksmeister wie die Theologen über Gott. Also die sind unkennbar und unerreichbar. Und offenbaren manchmal die Wahrheit, aber oft nicht. Wir sind kurz vor 7:45. Gibt es noch eine letzte Frage? Bitte. Hört man mich? Gut. Ich wollte noch gerne eine Frage zu Al-Kindis Philosophie stellen. Und zwar haben Sie erwähnt, dass er argumentiert, dass die Welt nicht ewig sein kann und dann dazu, also zur Konklusion kommt, dass nur Gott ewig ist. Und ich frage mich, wie er diese beiden Argumentationen miteinander vereinigt oder ob er etwas dazu schreibt, weil auf mich wirkt das ein bisschen kontradiktorisch zu sagen, ja, es kann keine Ewigkeit der Welt geben, aber eine Ewigkeit Gottes kann es geben. Ja, ich meine, also gute Frage. Also eine Frage ist, was er überhaupt unter Ewigkeit versteht. Weil Sie haben recht, wenn es ein Argument ist, die Welt kann nicht ewig sein, weil dann hätte eine unendliche Zeit schon stattgefunden haben. Das ist unmöglich, deswegen ist die Welt nicht ewig. Man würde das gleiche Problem haben, wenn man sagt, dass Gott schon eine unbegrenzte oder unendliche oder ewige Zeit existiert hätte. Und dazu sagt er nicht sehr viel, leider. Es gibt aber einen Satz in diesem Werk über die erste Philosophie, wo er sagt, dass Gott, und hier zitiere ich, Gott ist über der Zeit, weil er die Ursache der Zeit ist. Und ich vermute, was er damit aussprechen will, ist, dass Gott ewig ist im Sinne von zeitlos. Also er ist über der Zeit, das heißt, er agiert gar nicht in der Zeit,
die Zeit würde erst anfangen, wenn er die Welt schafft. Und dann würde dann Zeit und Welt dann entfalten, wie wir sie kennen. Aber Gott wäre über, wäre transzendent über der Zeitlichkeit selbst. Und das wäre wahrscheinlich die Lösung zu Ihrer Frage. Ist das eine, beantwortet das Ihre Frage? Sie sagt ja. Okay, super. Ich meine, es gibt natürlich das andere, das ist immer in der Philosophie, wenn man eine Lösung findet, hat man nur weitere Fragen aufgeworfen. In diesem Fall, welches Sinn könnte das haben, zu sagen, dass Gott zum Beispiel die Welt in der Zeit schafft, obwohl er selbst außerhalb der Zeit ist? Wie kann er das machen? Wie sollen wir das überhaupt vorstellen, dass Gott nicht zeitlich existiert und so weiter und so fort? Aber das wäre der erste Schritt in die Richtung einer Lösung zumindest. Vielen Dank. Ich glaube, das war mit dem Vortrag auch so. Es gibt neue Fragen jetzt nach dem Vortrag, aber es gab viele, viele Antworten und viele Anregungen. Deswegen herzlichen Dank nach München. Vielen Dank für den Vortrag und für die ausführliche Diskussion. Vielen Dank. Für uns noch die Erinnerung, nächste Woche geht es weiter. Ein europäisches Menschenbild, Beobachtungen zur platonischen Anthropologie von Christoph Rittweg. Für jetzt einen schönen Abend und ade. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank.